Milch, Erfahrung, kräftige Männer und solides Handwerk braucht es, bis die Qualitätsansprüche am Schweizer Raclette-Käse erfüllt sind, wo Ihnen Coop jetzt zum Aktionspreis anbietet. Cremig und leicht schmelzend, in Scheiben geschnitten oder am Stück. Guten Abend miteinander. Pommes en farfalla, also eine Art Äpfel im Blätterteigmantel. So heisst das Dessert vom grossen französischen Revolutionsmenü, das diese Woche in der Coop-Zeitung erscheint. In einem Sud aus Äpfelwein, Zitronenschalen, ein bisschen Zucker und Calvados habe ich 4 geschälte und entkernte Äpfel 5 Minuten ziehen lassen. Ich habe dann die Äpfel rausgenommen und ein bisschen abkühlen lassen. In der Zwischenzeit habe ich einen Blätterteig ausgewählt und in gleich grosse Quadrate geteilt. Auf jedes Quadrat kommt ein Äpfel und der wird dann mit Himbeergumpf gefüllt. So. Den Blätterteig verschließen und mit ein bisschen Eigelb pinseln. Dann die Äpfel im Blätterteigmantel etwa 20 Minuten im vorgeheizten Ofen backen. Am besten schmecken die Äpfel natürlich, wenn Sie sie lauwarm servieren. Als regelmäßige Zuschauer vom Mittwochstudio wissen Sie ja, dass ein genaues Rezept in der Coop-Zeitung kommt. Viel Vergnügen! Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop Schweizer Raclette-Käse am Stück, 100 Gramm, nur 1,45. 2 Servalle Vakuum verpackt, statt 1,80, nur 1,20. 2 Pakete Hösliwindeln Avila Baby Ultra, 8 Franken günstiger. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag, Clementine aus Spanien im Netz, 1 Kilo, 1,60 Franken, 2 Kilo, 3 Franken. Auf Wiedersehen!